Ja, die haben halt immer so ein kleines Schwänzchen dran, ne? Genau. Sieht eigentlich aus wie lauter Spermien. Ganz genau. Und das was, sieht ganz lustig aus. Was verkörpert das männliche Spermium? Der Quell des Lebens. Ein neues Lebewesen wird geboren und der Körper gibt alle Aminosäuren, viel Vitamin C und alle Nährstoffe, die ein Lebewesen braucht, um daraus dann einen wirklichen Menschen zu bauen, mit in die Spermien rein. Deswegen, diese hier sind die Spermien der Natur. Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du mit dabei bist, heute hier bei Bewusst Kochen. Wir haben einen neuen Gast in unserer Küche. Das ist Marco von Moos. Ihr habt ihn vielleicht schon gesehen. Wir hatten ein gemeinsames Interview zum Thema Sprossen und Marco hat uns auch seine Sprossen mal mitgebracht, denn wir werden heute einen ganz, ganz leckeren Eiweißshake machen aus dem tollen Rezeptbuch von David. Und ja, das passt ja jetzt zum Frühstück optimal. Erzähl mal, hau mal raus. Richtig. Ich würde es tatsächlich sogar eher als unser Rezeptbuch bezeichnen, weil wir haben fast alle Gerichte davon schon zusammen hier praktiziert und nachgemacht und du hast das wunderbar gemacht. Jetzt kommt es dazu, dass wir hier einen Eiweißshake machen wollen. Viele denken ja, hey, vegan, Rohkost, da nehme ich zu viel ab, da habe ich nicht mein Protein, da habe ich nicht mein Eiweiß. Und genau diesen Mythos wollen wir heute auf dem Grunde gehen. Deswegen fangen wir an mit ein paar eiweißhaltigen Pflanzen und zwar sind das Sonnenblumenkerne und Buchweizen. Dazu können wir kurz was erzählen. Was sagt der Experte Marco zum Buchweizen zum Beispiel? Buchweizen hat das Wort Weizen drin, aber das hat nichts zu tun mit einem Süßgras, also nicht mit Weizengerste und so weiter. Das ist ein Knöterichgewächs. Knöterichgewächs hat den Vorteil, wir haben da ein Produkt, das glutenfrei ist, mit allen Vorteilen, was es bietet, wenn wir die Gluten mal beiseite lassen. Richtig. Außerdem schmeckt Buchweizen ganz gut. Du verarbeitest ihn auch regelmäßig. Wie verarbeitest du denn zum Beispiel? Also ich mache den hauptsächlich in Brot. Hm? Ja. Brot mag ich immer ganz gerne. Ich habe immer das Gefühl, dass der Buchweizen dem Brot so wieder Leben einhaucht. Also dass es dann wirklich auch ein Lebensmittel ist. Richtig. Deswegen mache ich da gerne so eine kleine Handvoll immer mit rein. Richtig. Und das Spannende ist, was sie sagt, da hat sie absolut recht, es geht um die Stärke. Viele, die von der normalen Kochkost, von der gutbürgerlichen Hausmannskost abkommen, die brauchen was wie Nudeln, Pizza, Brot. Und der Buchweizen hat diese Konsistenz, er hat das Mehlige, er hat die Stärke, aber die Stärke bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Deswegen keimen wir ihn an, aktivieren und ankeimen ist beim Buchweizen ganz, ganz wichtig. Wenn man das falsch macht und wenn man die falschen Gläser nutzt, passiert aber sowas hier. Ihr seht, der Buchweizen müffelt jetzt leicht. Ihr habt das von zu Hause, kennt ihr auch, der Buchweizen ist nicht gelungen. Das liegt unter anderem an den Gläsern. Und ihr seht hier den Unterschied. Das Glas ist viel größer, da ist mir viel Platz. Da kann der Buchweizen sich viel besser entfalten. Richtig. Es ist auch nicht das Ziel, dass wir das Glas komplett voll machen. Es braucht die Sprossen brauchen Platz. Die artgerechte Haltung von Sprossen, sage ich oft, sind in großen Gläsern. Richtig. Das heißt, jetzt explodiert der Buchweizen, wenn man ihn richtig ankeimt und er produziert viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe, viel mehr Eiweiß. Das heißt, wir haben hier, es gibt Studien dazu, der Buchweizen hat nach 72 Stunden ein Maß erreicht, wo er die wirklich perfekte Eiweißkonzentration hat. Und da ist natürlich auch spannend, welche Eiweiße. Also Eiweiße sind Bausteine aus sogenannten Aminosäuren. Diese Aminosäuren sind wichtig für die sogenannte Proteinbiosynthese. Und da sind besonders zwei Aminosäuren sehr wichtig, nämlich Isoleucin und Leucin. Und jetzt ratet mal, welche Kombination sehr hohen Gehalt davon erzeugt, wenn diese kombiniert, nämlich Sonnenblumenkerne und Buchweizen. Die haben das in sehr erheblichem Maße. Ideal wären dann noch gekeimte Süßlupinen dazu oder Süßlupinenpulver. Wir haben aber heute noch was anderes, was wir da reinmischen werden. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Buchweizen. Oder du hast da noch was drin. Was ist denn da noch drin? Das ist unser Proteinmix und wir haben da noch Linsen dazu gemacht und die sind jetzt 2 Tage gekeimt. Mhm. Und der Vorteil ist, so bekommen wir die Möglichkeit, Linsen, die Leguminosen ungekocht zu essen. Super. Also wir reden da von einem Lebensmittel anstelle von Nahrungsmitteln. Also wir tun unserem Körper gut, wenn wir möglichst viele Lebensmittel anstelle von Nahrungsmitteln essen. Ganz genau. Weil das Leben noch drin ist und nur Leben erzeugt wieder ein neues Leben. Richtig. Sonnenblumenkerne nutzt du auch gerne. Was hältst du von Sonnenblumenkernen und wieso sollten wir die dazugeben? Ich mag Sonnenblumenkerne. Erstmal sind sie vom Geschmack sehr, sehr gut. Gerade wenn man sie so ein bisschen anröstet, dann sind sie auch in einem Salat, sage ich mal, so geben die eigentlich schon den Geschmack. Da muss man den Salat gar nicht mehr weiter würzen. Richtig. Und der Vorteil ist natürlich, sie haben viele gute Fette. Und die geben uns natürlich Energie, weil Fett ist ja ein Energieträger. Und ja, also ich mag es auch gern einfach mal so nicht angeröstet, roh, einfach über den Salat. Ich finde, die sättigen dann auch nochmal ganz gut. Richtig. Und du? Und zum Beispiel Sonnenblumen hat auch sehr viel Vitamin E. Ist sehr gut für die Nägel und für die Haare, für schöne Haut. Richtig. Ja.
jetzt wissen wir es. Perfekt. Ja. Also nicht nur ein Eiweißshake, sondern auch gleichzeitig ein Schönheitsshake. Davon machen wir jetzt nicht ganz so viel rein. Der Buchweizen ist nämlich geschmacklich das Wichtigere und hier haben wir auch Linsen drin. Dann machen wir ungefähr ein Drittel rein. Die genauen Rezepte findet ihr natürlich wieder in dem Rohkosteria Rezeptebuch, die genauen Maßangaben etc. So, jetzt bauen wir das Ganze ein bisschen auf. Und zwar machen wir etwas Nussiges noch dazu. Entweder Mandelmus oder das ganz neue gekeimtes Walnussmus. Wieso gekeimte Walnüsse? Was ist daran so besonders? An gekeimten Walnüssen? Ja, wahrscheinlich, weil dann erstmal natürlich wieder diese ganzen Schlacke rausgehen. Danke. Also diese ganzen, das, was unseren Körper im Prinzip eigentlich verschleimt, das wollen wir ja eben raus haben. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, gerade die Nüsse einzulegen in Wasser. Das hast du ja auch so wunderbar in unserem Interview erklärt. Ja, genau. Also wir empfehlen euch, nehmt Haselnüsse, Mandeln, Cashews und so weiter. Das sind alles Nüsse. Keimt die an und dann habt ihr nachher, Angelika sagt viel, aktiviere diese Nüsse und dann habt ihr am Morgen komplett eine andere, etwas anderes, was ihr vorher gehabt habt. So macht man wieder aus Nahrungsmitteln Lebensmittel. Richtig. Und ganz, ganz viel Omega-3. Und das ist ganz wichtig fürs Gehirn. Wir hatten es schon in mehreren Sendungen erwähnt. Es gibt eine sogenannte Signaturenlehre. Das heißt, man kann sich anschauen, wie sehen Lebensmittel aus und was haben die für eine Wirkung. Und wie sehen die Sprossen aus? Die hier oder allgemein? Ja, die besonders der Buchweizen ist ein perfektes Beispiel. Ja. Wie sieht so ein einzelner gekeimter Spross aus? Ja, die haben halt immer so ein kleines Schwänzchen dran. Ne? Genau. Sieht eigentlich aus wie lauter Spermien. Ganz genau. Und das sieht ganz lustig aus. Was verkörpert das männliche Spermium? Der Quell des Lebens, ein neues Lebewesen wird geboren und der Körper gibt alle Aminosäuren, viel Vitamin C und alle Nährstoffe, die ein Lebewesen braucht, um daraus dann einen wirklichen Menschen zu bauen, mit in das Spermium rein. Deswegen, diese hier sind die Spermien der Natur. Aha. Jetzt wissen wir, warum wir so viel davon essen. Ganz genau. Das kann bei uns Menschen gar nicht anders sein, weil die Natur, die Pflanze, die setzt auch alles an den Samen. Alle Energie kommt in den Samen. Richtig. Ja. Im Überfluss und das Beste kommt in einen Samen. Ganz das genau. Machen wir uns zunutze, indem wir einen Samen ins Leben aktivieren, integrieren und das Feuerwerk des Lebens starten. Du sagst Feuerwerk. Ein Samen kann sogar durch Asphalt sich durchbohren. Er hat einen immensen Druck. Ich weiß nicht genau, wie viel. Da gibt es eine Barkraft, die gemessen wurde, was ein Spross hat. Ist unglaublich. Das sieht man ja bei Unkraut in Anführungsstrichen. Genau. Löwenzahn sieht man ja, kommt ja gerne durch den Asphalt. Kennt man ja so auch an der Straße. Das sieht immer ganz hübsch aus. Richtig. Jetzt darfst du ein bisschen Kreatin reinmachen. Ich hole dir mal einen Löffel. Du dosierst das bitte. Und zwar Kreatin. Was weißt du darüber? Ja, Kreatin wird hauptsächlich gebildet in der Leber, in der Niere und der Bauchspeicheldrüse. Richtig. Ist sehr viel in der Skelettmuskulatur und ist eben natürlich gerade wichtig für Sportler zum Muskelaufbau. Aber generell kann man es eben natürlich gut für Muskelaufbau nutzen und eben natürlich für die Knochen. Ganz genau, Knochengesundheit. Aber davon braucht man ja nicht so viel, ne? Ja, du kannst schon so einen gehäuften Esslöffel nehmen bei dieser Menge. Ja, weil jetzt wir es auf 4 Leute aufteilen. Also bei Kreatin nicht zu zimperlich sein. Wird aus der Aminosäure Methionin, Glycin gewonnen, die uns sowieso auch fehlen. Das heißt, wir haben auch Kreatinmangel. Glaubt nicht, dass Kreatin nur was für Sportler sein muss, sondern auch Menschen im hohen Alter für die Denkleistung. Aber auch kranke Menschen. Wasser wird besser im Körper gehalten, Entzündungen werden runterreguliert. Ich habe dazu ein einziges Video gemacht. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Und ganz wichtig, nicht aus China, sondern nur aus Deutschland. Und da gibt es nur diesen einen Hersteller, den wir hier drunter verlinken werden, wie natürlich alle Zutaten. Genau, da muss man auch wissen, dass Kreatin im Prinzip aus 3 Aminosäuren besteht und Aminosäuren brauchen wir für den Muskelaufbau. Richtig. Und als guter Letzt habe ich hier ein ganz neues Produkt, über das wir noch nicht viel sagen können, es kommt vielleicht in den nächsten Sender rein, aus der Tiamat-Reihe von Dr. Professor Enrico Edinger, ein speziell aufgearbeitetes Süßlupinenmehl mit Reisprotein, eine ganz, ganz spannende Sache. Das darfst du auch noch dazugeben. Und dann geht es um den Geschmack, denn das ist jetzt die Nährstoffbasis, ja? Und jetzt gucken wir, dass wir Nährstoffe mit super Geschmack verbinden. Und da werden wir den Karob einbauen. Der Karob, die Frucht des Johannesbrotbaums, ist eine sehr, sehr nährstoffreiche Süßspeise, die ganz lecker schmeckt. Ich mag sie auch, wenn man mal im Ausland ist und so, darum zu essen. Ja. Wunderbar am Baum, diese langen Bohnen und so. Rein. Wunderbar. Ganz genau. Also nicht zu zimperlich damit umgehen. Wir nutzen das hier als einziges Süßungsmittel. Man könnte noch etwas Stevia-Pulver, das werden wir auch hier drunter verlinken. Grünes Stevia-Blattpulver ist das gesündeste Süßungsmittel nach Glycin.
Glycin haben wir gerade erwähnt. Glycin, eine essentielle Aminosäure. Das heißt, die fehlt dem Körper heute in großer Form und sie leitet Glyphosat aus. Die Wortwurzel Gly und das Wortchen Glyphosat haben den gleichen Wortstamm. Und Glycin verdrängt Glyphosat von den Rezeptoren und macht noch ganz tolle andere Sachen, die du in einem Video oder einem Artikel... Stimmt, da könnt ihr mal in der gesunden Lifestyle reinschauen. Da erfahrt ihr auch unter anderem, dass Glycin tatsächlich die kleinste Aminosäure von allen ist, aber die wichtigste. Wow. Und warum das so ist, da solltet ihr auf alle Fälle mal in mein Video reinschauen. Gut, da gucke ich mir das Video nochmal selbst an. Klasse. Ich komme von der Landwirtschaft her und noch etwas zum Glyphosat. Das ist ein Pflanzenschutzmittel, welches systemisch wirkt. Also im Pflanzenstrom der Pflanze ist es vorhanden, wenn ein neues Blatt, also das geht bis runter in die Wurzel. Und heute bei einer Frau, die stillt und so, kann man sogar Glyphosat in der Muttermilch nachweisen. Oh ja. Und das läuft in unserem Saftstrom auch mit, also ja. Sehr gefährlich. Von daher nur biologische Produkte verwenden wir. Genau, Glycin gibt eine knallige Süße mit, deswegen ist es wichtig, diese Süße aufzufangen, sonst ist es manchmal zu unangenehm und schmeckt den Kindern nicht. Deswegen haben wir viel Karot genommen. Man könnte jetzt noch etwas Zimt reintun. Mhm. Ja. Genau, etwas Zimt, der wärmt von innen heraus. Und jetzt ganz wichtig, beim Mixvorgang entsteht automatisch Oxidation. Das heißt, es kommt Sauerstoff und Licht an das aufgebrochene Korn, an die aufgebrochene Saat dran. Und um das Korn und die Saat zu schützen, ist es clever, Zimt in den Mixer zu machen, weil er einen sehr hohen OHA-Wert hat. Ihr kennt das, wenn ihr auf einen aufgeschnittenen Apfel ein bisschen Zitrone drüber träufelt. Was passiert dann? Dann wird durch das Vitamin C die Oxidation gestoppt. Ganz genau. Und das Gleiche können wir auch mit Zimt erzeugen. Außerdem schmeckt er gut und passt sehr, sehr gut zu diesem Eiweißshake. Und dann brauchen wir noch etwas sehr, sehr gutes Wasser. Wir nutzen nur noch Aquion-Wasser. Vielleicht kannst du kurz mit der Kamera hier rumgehen. Ich zeige euch kurz dieses Gerät, das wir verwenden, weil das ist wirklich die Basis. Wasser ist die Basis allen Lebens. Und jetzt schaut euch an, was hier für Wasser rauskommt, nämlich sogenanntes ionisiertes Wasserstoffwasser. Wasserstoff ist das kleinste Antioxidant, wo wir von der kleinsten Aminosäure geredet haben. Und dieser Wasserstoff, der entsteht hier. Und den sollte man möglichst schnell aufnehmen, weil dieser Wasserstoff hier bis zu 1000 Parts per Billion aufweist. Und das ist ein sehr hohes Maß und deswegen ist Wasserstoff auch eines der genialsten Erfindungen, die dieses Gerät drin hat. Außerdem, wenn du es mir auf der Kamera siehst, das sieht jetzt sehr, sehr milchig aus. Ja, das sind diese OH-Ionen. Diana darf das zuerst mal trinken, unsere Prinzessin. Da eigentlich alles rein? Oder so. Trink mal und sag, wie weich das Wasser ist, damit wir es kurz schauen. Und dann machst du alles rein. Die Weiche des Wassers entsteht auch dadurch, dass es hexagonal ist. Das heißt, durch das Elektrolyseverfahren wird das Wasser wieder in einen Fluss gebracht und ordnet sich neu. Das heißt, hexagonales Wasser, das heißt sauber gefiltertes Wasser mit zwei Filtern. Das heißt Wasser, was wir jetzt für alles hier immer verwenden werden. Wolltest du dem noch was hinzufügen? Nö, schmeckt lecker. Super, perfekt. Ich glaube, es reicht noch nicht. Du musst das Glas auch noch reinschütten. Ach so, okay. Genau. Supi-dupi. Und jetzt dürfen wir noch ein paar Beeren rein, damit wir noch ein bisschen andere Geschmäcker drin haben. Ein paar Goji-Beeren, wegen auch sehr stark antioxidativ, haben wir gerade erwähnt, sind sehr wichtig für Sportler. Das heißt, es wurden Studien gemacht, die gezeigt haben, dass Goji-Beeren den Blutfluss in die Muskulatur erhöht und dadurch mehr Leistungsvermögen möglich war. Nice. Perfekt. Jetzt darfst du mal den neuen Bianco präsentieren, wie er funktioniert. Du bist da jetzt mittlerweile... oder? Ich? Oh Gott. Ach so. Also wir brauchen auf alle Fälle... den hier, oder? Genau, den. Genau. Ja, perfekt. Genau, weil man muss wahrscheinlich ihm ein bisschen Platz helfen. Genau. Ich würde das hier mal ein bisschen zur Seite stellen, damit das auch alle sehen. Ganz genau. So, und der ist aber schon wieder aus. Den Bianco findet ihr hier drunter verlinkt. Wir haben uns für den Bianco entschieden, weil wir ihn einfach ästhetisch schön finden. Er hat einen leisen Motor, einen Magnetfeldmotor mit einem Dezibel von 72. Und was magst du an ihm? Naja, ist halt zuverlässig, er ist schnell, ich finde eigentlich von der Größe auch optimal, ich finde den nicht zu groß. Stimmt. Wenn ich noch an meine alten Mixer denke, das sind ja noch so Apparate. Und mit dem kann man eben unglaublich viel machen, also man kann eben auch Kaffee mahlen, man kann klar Obst und Gemüse, man kann Soßen drin machen, man kann Kuchenboden drin machen, also eigentlich auch schon so ein bisschen wie der Thermomix. Ich finde den Thermomix noch ein Ticken besser, aber weil man da natürlich noch drin kochen kann, das kann man jetzt in dem Blanco nicht. Aber ansonsten mixt er euch tatsächlich alles klein. Und er ist sehr empfindlich, also es ist ein Touchscreen, Sorry, tut mir leid. Man darf da nicht einfach drüber wischen. Dann erklär mal, wie gehe ich das an und was sind das für Symbole da oben, die ich auch noch nutzen kann? Genau, das ist im Prinzip das An und Aus und dann hat man hier oben eben verschiedene Einstellungen. Das gibt eben von Teigwaren über Soßen, über Gemüse, wenn ich Getränke mache, Shakes, Kaffee, das kann ich dann jeweils hier oben einstellen. Das blinkt dann so schön und dann habe ich hier eine Skala, die ich dann eben einfach... wenn es funktioniert. Achso, wir müssen mal Start drücken, genau.
sehr gut. Ja. Ich mache mal ein bisschen mehr. So, reicht das? Das reicht, das sieht doch schon sehr gut aus. Du bist jetzt nicht auf die volle Leistungskraft gegangen? Genau. Hat das einen Grund? Doch, hätten wir jetzt machen können, aber ja, es hat eigentlich so auch gereicht. Naja, ich weiß nicht, welche Konsistenz du es haben möchtest, aber ich denke, es reicht eigentlich. Mal. Wir könnten noch ein bisschen nachsüßen, ist mir nicht süß genug. Und dann nochmal auf die volle Leistung gehen, dann wird es nämlich auch etwas warm und besser verdaubar. Gut, dann machen wir ein bisschen hier noch rein. Gut. Glycin ist da vorne. Genau. Flüssigkeit ist gut so. Oder noch ein bisschen. Die Flüssigkeit ist gut, ja. Weil wir wollen ein Creamy zum Löffeln, eine Bowl quasi. Okay. Und wir machen noch ein bisschen Apfeldicksaft rein, weil dann haben wir noch ein bisschen andere Süße. Und Urs Hochstraß hat uns ja empfohlen, Apfeldicksaft für fast jedes Gericht zu verwenden, weil er die Säure rausnimmt. Ja, aber der ist wirklich extrem süß, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ja, stimmt, der ist wirklich sehr süß. Ich denke, das reicht jetzt aber. Das reicht, ja. Genau. Und fertig ist der Eiweißshake. Ob vor dem Training, ob nach dem Training, ob als Frühstücksersatz. Ganz, ganz wichtig, möglichst schnell verzehren. Wir haben ja zwar noch das Öl dabei, das fettige Walnussmus. Und man hätte auch Mandelmus nehmen können für die Konservierung. Aber das Ding hält nicht lang, weil wir hatten frische Sprossen, die wir jetzt aufgeschlüsselt haben. Die sollten schnell verbraucht werden. Alles klar. Dann probieren wir es noch zu servieren und gucken es uns mal im Glas an. Da seht ihr auch mal jetzt die Konsistenz. Sieht sehr cremig, karamellig aus und den Geschmack wollen wir uns natürlich auch nicht vorenthalten. Wir haben jetzt 5 Gläser für unsere Studio-Betreiber hier noch dabei, denn wirklich so ein Saft oder besser gesagt so ein Shake, der kann einen über den ganzen Vormittag bringen und hat eine extrem hohe Nährstoffdichte. Wir haben es ja im Vorfeld schon erwähnt, die Sprossen an sich schon sehr, sehr nährstoffreich. Dann haben wir es jetzt noch ergänzt. Und jetzt haben wir wirklich etwas, das kriegen wir kaum leer, so ein Glas. Ihr denkt, das ist ja jetzt so unscheinbar. Wir haben ja zum Glück unser neues Format, wo ihr jetzt Teilnehmer auch zuschauen können, die dann das alles testen können. Dann werdet ihr sehen, erst ein bisschen was davon und ihr könnt nicht mehr. Weil wir sind es gar nicht gewohnt, so viel Nährstoff im Mund zu haben und können es auch nicht runterschlucken, weil unsere Rezeptoren uns ganz klar sagen, hey, das muss gekaut werden, das muss eingespeichert werden, wir müssen Enzyme bilden, wir müssen erstmal die Magensäure bilden. Also wichtig wäre davor, am besten noch Vitamin C nehmen, etwas Probiotisches oder Zitrone, um die Magensäure anzuregen für eine gute Verdauung. Weil Eiweiß auch immer Stoffwechselabfall mitbringt, wie Stickstoff, Ammoniak und Harnsäure. Und deswegen empfehle ich ja grundsätzlich Aminosäuren und deswegen immer bitte den Verdauung richtig vorbereiten. So, das sieht doch cremig aus. Allerdings, und das ist jetzt durch den Mixer auch so ein bisschen warm geworden. Genau, und jetzt stoßen wir mal an auf die Gesundheit, ein Hoch auf die Gesundheit. Oder auf Welt der Gesundheit. Auf Welt der Gesundheit, ja. Genau. Welt der Gesundheit, Welt der Gesundheit. Ja. Gut. Ich finde, die Linsen kommen ein bisschen zu stark durch, aber... Oh, das reicht mir schon. Und also, Lebensmittel, die nähren auch auf einer ganz anderen Ebene. Also das ist nicht nur Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Da haben wir sekundäre Pflanzenstoffe. Und wie im Video oder im Interview mit dir, da wird unsere Ordnung und Lebenskraft auch unterstützt. Zieht euch unbedingt das Buch mal von Soyana rein. Wunderschöne Bilder, da wird das aufgezeigt, dass es auch um Lebens- und Ordnungskraft geht. Ganz genau. Also es kommt zum Informationsaustausch zwischen dem, was wir essen und dem, was wir sind. Und das Ziel wäre, dass die Lebenskraft von diesem Produkt unsere Lebenskraft unterstützt, damit wir zum Strahlen kommen. Das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Das möchte ich gerne so stehen lassen. Ich danke euch, Jungs. Danke. Und ja, wir wollen noch ein paar Sachen zaubern. Marco bleibt noch ein bisschen bei uns. Also seid auch wieder mit dabei bei der nächsten Sendung Bewusst kochen.